Freunde, hier ist Robert Götz, Matuszewski, mit einer kurzen Sendung heute auf meinem Hauptkanal bei YouTube, weil ich habe gerade bei YouTube ist wie YouTube bloß anders, Link hängt hier drunter. Ich habe gerade bei YouTube eine XXXL-Sendung von über 30 Minuten gemacht. Mir geht gerade die Stimme aus. Aber ich wäre nicht Robert Götz Matuszewski, wenn ich nicht selbst und verständlich heute auf meinem Hauptkanal sende, wie jetzt hier, und natürlich auch schon auf meinem Zweitkanal gesendet habe, Robert Götz Matuszewski Premiere. Es geht um Folgendes: WEF, World Economy Forum, hat gesagt, die Weltbevölkerung muss um 81% reduziert werden. Das ist schon mal positiv, denn wir haben keinen Platz, ja, außer natürlich in Deutschland. In Deutschland haben wir Platz, wir haben Raum, leave no one behind, kein Mensch ist illegal, kommt alle nach Deutschland, ja, außer natürlich die Ungeimpften und die AfD-Wähler. Apropos AfD, da hat jetzt der Spiegel verlautbart, also wir müssen jetzt mal langsam hier dafür sorgen, dass die AfD verboten wird, denn es könnte sein, dass in einigen Bundesländern die AfD den Ministerpräsidenten stellt und dann könnten sie möglicherweise auch die Oberhand über den Verfassungsschutz haben, dann könnten sie daraus tatsächlich einen Verfassungsschutz machen und keinen Regierungsschutz, das könne nicht angehen und deshalb müssen wir die AfD jetzt verbieten. Ich bin dabei. Ja, Müllermilch wird angefeindet. Bei Lidl gibt es jetzt Müllermilch rabattiert auf 88 Euro Cent. Die Bilder habe ich gezeigt auf YouTube. 88 Cent, da sagen ja böse Zungen, Moment mal, was ist denn bei Lidl los? 88, steht das nicht für haha? Und wofür steht haha? 88 ist doch verboten. Damit macht sich doch eigentlich Lidl strafbar mit 88 Cent. Das ist doch ein Zeichen, ja? Aber Freunde, ich kann Entwarnung geben. Lidl ist für Maskenpflicht gewesen. Lidl war für Abstandspflicht. Lidl war für Impfpflicht. Lidl war dabei. Lidl hat mitgemacht. Lidl, ja! Und Lidl setzt ganz viel Schwatte in der Werbung ein und haut Typ 5 und 6. Und damit ist Lidl auf dem linken Weg linkisch und zivilcouragelig. Und macht euch keine Sorgen, es war ein Druckfehler. Sie wollten schreiben 87, ja. Oder aber sie wollten dem Herrn Müller unterstellen, dass er 88 ist, weil er hat sich ja mit, also nicht 88 Jahre, aber für 88 steht, weil er hat sich ja mit Alice Weidel getroffen, Alice Weidel als gut empfunden. Also da ist er ein Rechtsradikaler, der Chef von Müllermilch. Ist er aber nicht, weil Müllermilch war auch für die Impfpflicht. Ja, Müllermilch, an der Stelle Grüße gehen raus. Aber Alice Weidel, meine lieben Freunde, wäre da die nächste Nachricht, hat sich doch hervorgetan. Sie hat nicht nur im vorauseilenden Gehorsam damals dem Joe Biden, ja, für seinen Wahlbetrug, für seine Wahl gratuliert, als allererste mit dem Gauland zusammen, ja, auch der Maskengauland genannt, weil der hat nämlich im Bundestag bis zum letzten Atemzug die FFP2-Maske getragen, freiwillig. Ja, ja, also die Alice Weidel hat mit dem Gauland dem Joe Biden gratuliert, da war noch gar nichts zu gratulieren, sie haben es getan und jetzt haben sie es nochmal getan, also sie hat getan, der Herr Kissinger, ja Gott hab ihn, nein, Satan hab ihn selig, ja, der Kissinger ist ja jetzt gestorben, ja, im Alter von 100 Jahren. Ja, und da hat sie gleich gratuliert, gesagt, was für ein Staatsmann, ein Po und toll und super und überhaupt. Und da sagen ja Besetzungen, ey, Weidel, hast du eine Schacke? Weidel, geht's doch? Hallo, Kuckuck, jemand zu Hause? Weidel, ja, informier dich mal, was der Kissinger für ein Typ war. Mal informieren, mal nachlesen, was der so auf dem Kerbholz hatte, der Kissinger. Aber Freunde, böse Zungen, nicht meine Worte. Wenn die Weidel sagt, der Kissinger war toll, dann war er toll. Und damit habe ich sie auf links gedreht. Ja, Freunde, ich mache meine Arbeit richtig. So sieht es nämlich mal aus. Nächste Nachricht: In Köln fahren jetzt Autos rum nachts und machen Wärmebildaufnahmen von den Häusern. Kann man schön sehen, was die Personen hinter den Fenstern so treiben. Denn wenn da zwei warme Menschen, also zwei Menschen mit Körpertemperatur 37 Grad, ja, sich bewegen, kann man das von draußen sehen. Man sieht, aha, das sind Menschen. Und wenn die Menschen jetzt ganz da beieinander stehen und vielleicht gerade zum Beispiel Sex haben, ja, kann man das mit der Wärmebildkamera alles sehen und aufzeichnen. Wunderbar. Aber das machen wir natürlich wegen Klima. Das heißt, jetzt fahren wir nur rum, ja, und später fahren wir rum und verbieten die Heizung. Oder schalten sie ab. Oder sperren die Leute ein. Dann kommen sie ins Lager. Wunderbar. Wir sind erst im zweiten Gang. Wir haben 9 Gänge. Wir werden das noch steigern. Es ist das beste Deutschland aller Zeiten, Freunde. Immerhin. Dann hat sich der, wie heißt er hier, Robert Habeck im Fernsehen geäußert und hat gesagt, ja, es wird noch gravierende Einschränkungen geben. Er hat es ein bisschen anders formuliert. Wir müssen ja die 60 Milliarden, das Loch irgendwie stopfen. Wir haben uns ja als Verfassungsfeinde herauskristallisiert. Ja, übrigens nicht nur bei der Umschichtung von Corona-Hilfen in den Klimafonds. Nein, auch bei der Grundsteuer ist leider auch verfassungswidrig. Aber gut, mit Verfassungswidrigkeit kennt sich die Regierung ja aus, im positiven Sinne. Und jetzt hat er gesagt, jo, also es könnte schon sein, dass da einige Belastungen auf die Bevölkerung zukommt. Ja, und da hat sich ein ARD-Kommentator auch hinreißen lassen und gesagt, ja, der Staat kann nicht alles leisten, die Bürger sind auch gefragt, wobei ja da böse Zungen sagen, ey, ARD-Kommentator, halt die Fresse, ja, der Staat ist das Staatsvolk und die Staatsfläche und die Staatsgrenze. Kommen jetzt nicht an mit Jurikative und Legislative und bla 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 bla, das sind auch alles Menschen, also auch alles Staatsvolk, ja, Staatsvolk, Staatsfläche, Staatsgrenze, ja, und wenn du von Staat sprichst, meinst du Regierung, ja, die Regierung kann nicht alles schaffen, die Regierung schafft gar nichts, die Regierung, sagen böse Zungen, nicht meine Worte, die Regierung kassiert übermäßig viel zu viel Steuern, also viel zu viel, etwa 70%, wenn man alles einrechnet, ja, sackt die Kohle ein und haut sie raus nach Ghana, nach Indonesien, ja, nach Afghanistan, ja, nach Äthiopien, nach Peru, ja, überall hin, ja, in die Ukraine, bloß nicht für die Deutschen, ja.
Ja, und da hat sich übrigens, wäre die nächste Nachricht, habe ich alles im Kopf, hat sich übrigens Karl Lauterbach zu Wort gemeldet, wir müssen was für die Obdachlosen tun, zum Beispiel etwas Warmes hinstellen oder ein paar Euro geben. Und da sagen böse Zungen, ey Lauterbach, halt die Fresse, ja. Hättest du vielleicht mal nicht so viel sinnlose Spritzstoffe gekauft, ja, die wir jetzt alle wegschmeißen. Mit dem Geld hätte man die Obdachlosen für die nächsten 500 Jahre versorgen können. Oder vielleicht zum Beispiel nicht Frieden schaffen, nur mit Waffen, Krieg beenden, Panzer senden, sondern vielleicht einfach erstmal frieren beenden, hungern beenden, Obdachlose von der Straße holen, denen Geld geben. Oder jetzt nicht von 4 auf 8 Millionen die Ukraine erhöhen, die Hilfe, sondern die Milliarden, sondern die 8 Milliarden den Obdachlosen geben. Wäre ja mal eine Möglichkeit gewesen. Oder nicht 315 Millionen Euro für neue Busse und einen Fahrradweg in Peru. Nein, für die 315 Millionen hätte man statt der neuen Busse und den Fahrradwegen in Peru vielleicht die Obdachlosen unterstützen können, ja? Oder 370 Millionen für Afghanistan, für die Taliban, dass sie noch mehr Schwule köpfen können, ja? Nein, das Geld hätte man hier den Obdachlosen geben können, ja? Einfach mal die Fresse halten. Oder nicht für 135 Milliarden Spritzstoffe kaufen, per SMS bestellen und dann den Großteil von einfach mal den armen Menschen in den Körper pumpen und den Rest wegschmeißen, weil abgelaufen. Das hätte man nicht machen müssen. Hätte man nicht machen müssen. Da hätten wir gar keine Obdachlosen in ganz Europa nicht. Aber gut, okay. Alles böse Zungen, nicht meine Worte. Ich habe hier einen tollen Brief bekommen, eine genauer gesagt eine Bestellung. Ich mache das ja hier für den Herrn Farbig. Da schrieb ja einer, ich zitiere, das ist schön, ist schön, schön, schön. Hallo lieber Claudius, also jetzt nicht für mich, ist für den Herrn Farbig, hier. Erstmal an dieser Stelle vielen Dank für deinen persönlichen Einsatz. Damit unsere Heimat auch Heimat bleibt, gerne unterstütze ich dich mit einer kleinen Bestellung. Mögen viele deiner Zuschauer es mir gleich tun. Maximilian, Nico und Thomas freuen sich über ein persönlich gewidmetes Buch. Mein Enkel wird 3 Jahre alt, soll dein Buch zu seinem 18. Geburtstag im Jahr 2038 erhalten, welches in einer Zeitkapsel aufbewahrt wird. Ich denke, du wirst dann schon die passenden Worte finden, welche du meinem Enkel im Jahr 2038 mitteilen willst. Herzliche Grüße, Thomas. Thomas hat 4-mal Made in Germany bestellt. Ich würde mal sagen, vielen Dank, Thomas. Ich kümmere mich darum. Der Farbig hat ja keine Zeit. Der ist ja mit Lesungen beschäftigt und so Sachen. Der reist ja rum. Ja, ja. Ich mache das für ihn. Thomas, vielen Dank, finde ich echt wirklich ehrenhaft, aber da werden wir ja deinen Enkel wohl auf links drehen. Ach nein, auf rechts drehen, das Buch ist ja rechtsstaatlich. Ah, egal. So, Freunde, ich würde mal sagen, das war jetzt eine schöne Nachrichtensendung, nicht zu lang, nicht zu kurz, so genau in der Mitte. Alles aus dem Kopf da oben, da ist was drin, ja? Ja, da habe ich alles in meinem Kopf, ja. Ich habe noch viel mehr Nachrichten, ja. Also zum Beispiel hat sich der argentinische Präsident geäußert, er wird nicht in die BRICS-Staaten mit eintreten, da mit der Währung, er will jemand mit dem Dollar machen, ja. Böse Zungen sagen, aha, der will sich bei den Amis einschleimen, dass sie nicht gleich einmarschieren, weil der ja nicht so gar nicht amerikafreundlich ist. Der macht das nur so als trojanisches Pferd sozusagen, Freunde. Das stimmt zwar, ist aber nicht richtig. Ja, dann stellt sich heraus, dass der Putin weiteren Landgewinn gemacht hat, an der Grenze, hier Ukraine da, Dings, aber Freunde, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Und dann ist rausgekommen, das ist natürlich misslich, meine lieben Freunde, dass tatsächlich, ich habe es neulich schon in einem Titel gehabt, am 8. Dezember die Regierung abdankt. Unsere. Habe ich mir zum Schluss aufgehoben, die Nachricht. Ja. Die Regierung dankt ab, am 8., ja, weil bis dahin sind die Pensionsansprüche aufgefüllt, dann passt das alles und dann kann die Regierung abdanken. Am 8. Dezember. Ihr werdet sehen, aber Freunde, dann kriegen wir eine bessere Regierung, wir machen da eine neue, nämlich da machen wir SPD und CDU zusammen, ja. Ja, der Blinde und der Lahme, die tun sich zusammen. Ja. Super, oder? Im positivsten Sinne, ja. Hauptsache, wir halten die AfD draußen. Da fällt mir ein schönes Zitat ein, Freunde. Da ist wirklich. Da muss ich. Hauptsache, wir halten die AfD draußen. Hier, warte. Jetzt hetzt mich nicht, Freunde. Ist live. Ja, der Matuszewski macht das ja alles spontan. Hier. Wirklich wahr. Hier ist es. Hier. Die NATO wurde gegründet, um die Amerikaner drinnen, die Russen draußen und die Deutschen unten zu halten. Hastings, Ismay. Die Deutschen unten zu halten. Hier aus dem Stolzbuch. Ja, wenn es euch interessiert, Link hängt hier drunter zum Bestellen, www.claudiusfarbig.de. Buchwerbung jetzt bis Weihnachten, ich ziehe das Ding durch. Und hier gibt es auch noch eine Audio-CD dazu geschenkt bei jedem Buch. Wenn ihr das möchtet, müsst ihr bei der Anmerkung dazu schreiben. Jetzt bin ich weg, nein, ich bin noch da, das Video ist zu Ende. Es grüßt euch wie immer meine Truppe, Bruno, Kevin, Jerome, meine liebe Frau Martina. Oh, da habe ich eine Überraschung, ist ja bald Nikolaus. Ja, meine Frau kriegt zum Nikolaus ganz, kann ich euch nicht sagen, weil wenn ihr das Video zufällig sieht, dann weiß sie es ja. Und dann hat sie auch noch 3 Tage später Geburtstag, ich muss mir richtig was einfallen lassen. Und am 24. hat sie Weihnachten, Freunde, ist ein teurer Monat. Ja, aber Martina hat es verdient, denn ist die beste Ehefrau der ganzen Welt, ja. Und unser Goldhamster Ambrosius, ja, der kriegt auch was, ja, der kriegt was. Und unsere Eichhörnchen kriegen auch was, ja. An die Tiere sollte man auch denken. Ganz wichtig, immer an die Tiere denken. Ja, hängt was raus für die Vögel draußen. Machen wir auch, ja, so kleines, so. Gibt so Säckchen, kann man raushängen. Übrigens nicht nur im Winter, auch im Sommer. So, ich habe heute wieder sehr schnell gesprochen. Jetzt freue ich mich über euren Kommentar, den Daumen hoch. Liebe Unterstützer, ihr macht diese Arbeit hier erst möglich von Herzen. Danke, danke, danke. Und wenn ihr gerade krank seid, ganz schnelle, gute Genesung. Ich habe heute viele Genesungswünsche, die habe ich auf YouTube abgegeben. Wichtig ist, Andreas, den hat es erwischt, du bist im Krankenhaus. Ganz schnelle, gute Genesung und
Alle anderen, die gerade krank sind, wir senden euch gute Energie, denn wir brauchen euch. Und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. Punkt, aus, Ende. So, 10 Minuten, eine würdige Zeit, um euch bei 10 Minuten 10 das Wichtigste überhaupt zu sagen. The Shadow Man, Robert Götz, Matuszewski sagt euch, ich hab euch lieb. Macht das gut. Juhu. Ich kann auch kurz, ja, 10 Minuten 20, muss ich sagen, ist jetzt nicht so lange, oder? Aber wie gesagt, heute YouTube, weit über 30 Minuten habe ich da. Boah, ich habe so viele Nachrichten, Alter. Das ist Wahnsinn, ja. Tschüss, Freunde. Komm, wir knallen noch gegen Putin. Ja.